Peter wurde 1930 in Südafrika geboren. Seine Mutter besaß eine kleine Farm und sein Vater starb einen Monat vor seiner Geburt. Ein paar Jahre später ging die Frau in Konkurs, weil ihre Kühe massenhaft an einer Krankheit starben. Diese Situation traf die Frau, die den Betrieb bereits ohne ihren Mann führte, sehr hart. Sie musste ihr Kind in ein Internat geben. Sein Geld reicht nur für ein schlechtes Internat, das von Europäern besucht wird, die die Engländer hassen. Als die anderen Kinder herausfinden, dass er Engländer ist, beginnen sie ihn zu hassen. Jeden Tag schikanieren sie ihn auf unterschiedliche Weise und einmal griffen sie ihn sogar in einem Mob an, um auf ihn zu urinieren. Wegen seiner Angst hat er nachts Albträume. Eines Tages erfährt er, dass seine Mutter gestorben ist und erkennt nun, dass er in dieser Welt niemanden hat, der ihm nahesteht. Er erzählt seinem Kindermädchen, dass er nicht ins Internat gehen will, weil ihn die Kinder dort ständig hänseln. Sie ruft daraufhin einen Zauberer, der einen religiösen Ritus für ihn durchführen soll. Das mutigste Huhn sprang aus dem weißen Kreis und wurde sein Führer. Und während des Rituals erschien ihm ein großer Elefant. Der Zauberer sagt, dass das Ritual erfolgreich war und er nun nicht mehr von Albträumen geplagt wird. Peter nimmt das Huhn mit in das Internat. Und tatsächlich erweist sich das Huhn als nützlich, denn es warnt ihn in der Nacht vor dem Herannahen von Tyrannen. So wurde das Huhn sein einziger Freund im Internat. Eines Tages erfahren die Kinder im Internat, dass in Europa der Krieg ausgebrochen ist und alle werden massenhaft zu Hitler-Anhängern. Es stellt sich heraus, dass Hitler versprochen hat, die Briten zu vernichten und sie hassen sie aus tiefstem Herzen. Sie veranstalten ein Ritual zur Unterstützung Hitlers, hängen Peters Huhn auf und töten ihn. Das macht Peter wütend und er stößt Botta, so dass dieser fällt und sich an der Fahne aufspießt. Botta schlägt seinen Freunden vor, ihn ebenfalls wie ein Huhn aufzuhängen. Doch in diesem Moment erscheint der Lehrer und hindert ihn daran, dies zu tun. Botta grüßt den Lehrer auf die Hitlerart, in der Hoffnung, dass er Hitler unterstützt, aber der Lehrer hält ihn für einen Idioten. Peter wird von seinem Großvater wiedererkannt, der ihn mit nach Babenturn nimmt. Dort lernt er einen deutschen Musiker namens Doug kennen und wird sein Schüler. Es stellt sich heraus, dass die Nazis alle Familienmitglieder von Doug getötet haben, weil sie gegen den Krieg waren. Doug hatte einen Enkel im gleichen Alter wie Peter, aber die Nazis verschonten nicht einmal ihn. Peter findet sofort eine gemeinsame Sprache mit Doug und letzterer beginnt, ihm verschiedene interessante Geschichten zu erzählen, die ihm widerfahren sind. So wird Doug für Peter zu einem zweiten Vater, der ihm Lebensratschläge gibt. Eines Tages, als sie spazieren gehen, taucht das Militär auf und teilt ihnen mit, dass Doug bis zum Ende des Krieges im Gefängnis sitzen muss. Glücklicherweise behandelt der Gefängniskommandant Doug mit Respekt und gewährt ihm verschiedene Privilegien. Dann stellt er fest, dass Peter körperlich schwach ist und beschließt, ihm Boxunterricht zu geben, damit er lernt, sich zu verteidigen. Der Boxtrainer ist jedoch gerade beschäftigt, also bietet er ihm seinen Assistenten Gil an. Gil wird also der Boxtrainer des Jungen und beginnt nach und nach, ihn in der Kunst des Boxens zu unterrichten. Im Laufe der Monate bringt Gil ihm verschiedene Boxkombinationen bei, die er selbst kennt. Eines Tages bittet Gil Doug, den Gefangenen Tabakblätter zu überlassen, denn das ist das Einzige, was sie hier genießen können. Plötzlich taucht ein Wärter auf und beginnt Gil zu verprügeln, weil er glaubt, dass er sie belästigt. Doug versucht einzugreifen, aber der Wärter hört nicht auf ihn. 5 Jahre vergehen und ein Boxturnier zwischen den Gefangenen beginnt. Gils hartes Training zahlt sich aus und Peter wird Champion in seiner Gewichtsklasse. Damit gewinnt er den Respekt der Gefangenen, denn Peter hat ihnen immer Tabak gebracht. Eines Tages taucht er seine Füße in den Dung und befiehlt Gil, ihn zu essen. Gil hat keine andere Wahl, als zu tun, was er sagt, denn er weiß, dass er sonst zu Tode geprügelt wird. Der Wächter wischt die anderen an ihm ab und zeigt damit, dass es ihm Spaß macht, sie zu demütigen. Peter hebt ihn sofort vom Boden auf, aber er ist gegen den Wächter machtlos. Eines Tages teilt Doug ihnen die frohe Botschaft mit, dass der Krieg in Europa vorbei ist und er bald in seine Heimat zurückkehren kann. Doch Peter ist nicht glücklich, denn er muss sich von dem Mann verabschieden, der für ihn wie ein Vater geworden ist. Der Kommandant bittet Doug, ein Konzert zu veranstalten, um die Ankunft des Kommissars zu feiern. Peter und Gil wollen das Konzert nutzen, um ihren Protest zu demonstrieren, also schreibt Peter Texte in der Sprache des örtlichen Stammes. Der Tag des Konzerts kommt und alle beginnen zu singen. Gil wird von einem Wärter aufgehalten und aufgefordert, das Lied, das die Gefangenen singen, zu übersetzen. Nachdem er die Übersetzung des Liedes gelernt hat, schlägt er Gil erbarmungslos und sagt, dass sie alle Feiglinge seien. Peter wird alles klar, als er den Wachtmeister sieht.
Gil stirbt in Peters Armen, aber als er stirbt, fühlt er sich frei, in das von allen Gefangenen gesungene Lied einzustimmen. Danach kehrt Doc in sein Heimatland zurück und Peter geht auf eine öffentliche Schule. Seine harte Arbeit hier macht ihn zu einem Kandidaten für Oxford. Bei einem weiteren Boxturnier fällt ihm ein schönes rothaariges Mädchen in der Halle auf. Er verfehlt sogar einen Schlag, aber in der zweiten Runde kommt er zur Besinnung und schlägt seinen Gegner K.O. Aber alle seine Gedanken sind nun mit dem Mädchen beschäftigt. Er erfährt von seinen Freunden, wo dieses Mädchen wohnt, und geht mitten in der Nacht zu ihr. Sie lernen sich kennen und vereinbaren, sich wieder zu treffen. Marie bringt Peter zu einem bekannten Trainer in der Stadt und bezahlt ihm das Training für 6 Monate. Dort schlägt er seinen Gegner mit einer Technik K.O., die Gil ihm beigebracht hat. Peter kommt in Marias Haus an und lernt ihren Vater kennen. Er ist für die vollständige Apartheid, das heißt die Umsiedlung aller südafrikanischen Stämme in Reservate, damit sie die Weißen nicht daran hindern, auf ihrem Land zu leben. Peter ist strikt dagegen und so beginnen die beiden zu streiten und Mori verbietet ihm, sich seiner Tochter zu nähern. Trotz des Verbots ihres Vaters trifft sich Mary jedoch weiterhin mit Peter. Sein Trainer schlägt ihm vor, gegen den örtlichen Boxer Gideon in den Ring zu steigen, obwohl dies gesetzlich verboten ist. Mori merkt, dass der Engländer etwas im Schilde führt und beauftragt die Polizei, sie im Auge zu behalten. Peter sieht die harten Bedingungen, unter denen die Stämme leben. Auch Maria ist da, um Peter zu unterstützen. In der ersten Runde merkt Peter, dass Gideon kein leichter Gegner ist, er schlägt gnadenlos auf Peter ein und lässt ihm keine Chance, sich zu wehren. Zweimal fällt Peter sogar zu Boden, doch in diesem Moment erinnert er sich an den Elefanten, den er als Kind gesehen hat, und steht wieder auf. In der dritten Runde besiegt er schließlich seinen Gegner. Die Einheimischen begrüßen seinen Sieg nicht mit Freude. In diesem Moment hebt Gideon selbst die Hand von Petrus und alle fangen an, ihm zu applaudieren. Gleichzeitig wird dieser Kampf zum Anlass für ihre Freundschaft und vom nächsten Tag an trainieren sie gemeinsam. Peter merkt, wie arm die Einheimischen leben, wo sogar in einem Gebiet nur eine Toilette erlaubt ist. Deshalb müssen die Bewohner, die sich erleichtern wollen, den ganzen Tag lang Schlange stehen. Gleichzeitig schränken die Weißen ihre Entwicklung und Bildung ein. Gideon erkennt, dass sie nur frei werden können, wenn sie eine Ausbildung erhalten, und bittet Peter, den Kindern das Lesen beizubringen. Doch Peter weiß nicht, wie er das machen soll, und versucht, den Schulprofessor um Hilfe zu bitten. Dieser erklärt sich bereit, ihm zu helfen, aber es muss im Geheimen geschehen. Sie vereinbaren, die erste Unterrichtsstunde während des Schulballs zu organisieren. Maria merkt, dass Peter mehr an anderen Dingen interessiert ist als an ihrer Liebe, und nimmt ihm das übel. Beim Abendessen verkündet Mor stolz, dass er einen Sitz in der Regierung gewonnen hat. Er wird nun für seine Idee werben. Maria unterbricht ihn und gesteht ihm, dass sie in den Stammesgebieten gewesen ist. Das macht ihren Vater wütend und er verbietet ihr, das Haus zu verlassen. Aber Maria hört nicht auf ihn und läuft von zu Hause weg. Er schließt sich Peter an, der zu dieser Zeit den Kindern das Lesen beibringt. Doch am nächsten Tag kommt die Polizei in die Schule und verbietet ihnen, die Stammeskinder zu unterrichten. Unter den Polizisten erkennt Peter Botta, seinen Feind aus Kindertagen. Der Professor beglückwünscht Peter und seinen Freund zu der Möglichkeit, in Oxford zu studieren. Botta kommt auch in die Turnhalle und verprügelt Peter und seinen Trainer, weil sie nicht auf ihn gehört haben. Dann droht er damit, dass er das Fitnessstudio endgültig schließen wird. Am selben Tag besucht Peter Maria und bietet ihr an, mit ihm nach England zu gehen, woraufhin er ihr die Halskette seiner Mutter schenkt. Ein Boxtrainer malt einen schwarzen Boxer, der gegen einen weißen Boxer kämpft, auf ein Türfenster und demonstriert damit seinen Widerstand gegen die Polizei. Die Polizei erkennt sein Handeln als illegal an, bringt den Trainer auf die Polizeiwache und setzt die Sporthalle in Brand. Peter und Mauri geben nicht auf und trainieren die Kinder weiter in der Kirche. Plötzlich taucht die Polizei auf und beginnt, die beiden zu verprügeln. Mary rennt zu Peter, wird aber plötzlich am Kopf getroffen und stirbt auf der Stelle. Bei der Beerdigung beschuldigt Mauri Peter des Todes ihrer Tochter und versucht, ihn zu verprügeln, hört aber auf, als sie die Einheimischen sieht. Diese Situation macht einen starken Eindruck auf Peter und er beschließt, hier zu bleiben und seinen Kampf für Gerechtigkeit fortzusetzen. Die harte Arbeit beim Unterrichten der Kinder zahlt sich aus und sie beginnen allmählich, selbstständig Bücher zu lesen. Doch die Polizei merkt, dass es so nicht weitergehen kann und noch in der gleichen Nacht beginnen sie, in der ganzen Nachbarschaft nach Peter zu suchen. Die Polizisten schießen einfach auf die Bewohner, die die Straße entlang laufen. Gideon wird ins Bein geschossen, als er versucht, Peter zu retten.
Botta schnappt sich einen Mann und beginnt ihn zu verprügeln, damit er ihm sagt, wo Peter ist. An diesem Punkt erscheint Peter selbstständig. Peter sagt, dass die unschuldigen Bewohner sich nichts zu Schulden kommen ließen. Doch Botta will Peter töten und greift ihn an. Peter schlägt ihn mit Techniken, die er beim Boxen gelernt hat, K.O.ne. Botta kommt wieder zu sich und versucht, ihn mit seiner Waffe zu töten, aber da erscheint Gideon und rettet ihn. Am nächsten Tag gehen sie nach Pretoria, um ihren Kampf gegen die Ungerechtigkeit fortzusetzen. An dieser Stelle endet der Film. Wenn ihr mehr Videos wie dieses sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ihm ein Like zu geben. Bis bald!